Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist die Kindernotaufnahme. Wann muss ich mit meinem Kind dorthin? Als Gast haben wir Herrn Dr. Matthias Kuch. Dr. Kuch ist Arzt für Kinder- und Jugendmedizin. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kuch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie sind leitender Notarzt in Karlsruhe. Sie sind Oberarzt auf der Notaufnahme, der Kindernotaufnahme im Städtischen Klinikum. Ja. Was für Kinder kommen denn da auf die Notaufnahme? Vielleicht stelle ich zuallererst mal ganz kurz unsere Notaufnahme vor. Es ist eine interdisziplinäre Kindernotaufnahme. Das heißt, es arbeitet immer ein kinderchirurgischer und ein pädiatrischer Kollege rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Entsprechend und das Pflegepersonal, das wir haben, ist interdisziplinär. Das heißt, die können alles. Die können vom Gipsen bis zur Gewinnung des Nervenwassers letztendlich alles assistieren. Das ist ein unwahrscheinlich guter Vorteil. Also Kombination Chirurgie und innere Medizin, alles sozusagen in einer Hand. Und ein multifunktionales Schwesternteam dabei. Und was für Kinder kommen da jetzt zu Ihnen? Es gibt letztendlich drei große Krankheitsbilder, die kommen. Es sind Störungen der Atmung, die so ungefähr ein Drittel ausmachen. Neurologische Störungen, ganz viele fieberassoziierte Krampfanfälle zum Beispiel, aber auch sonstige Bewusstseinsstörungen, zum Beispiel durch Vergiftungen. Und die dritte große Gruppe sind Traumata aller Art, inklusive Verbrühungen und Verbrennungen. Das sind so die drei großen Hauptgruppen, die wir versorgen. Erspart dann diese Notaufnahme den Besuch beim Kinderarzt? Eigentlich nicht. Der allererste Ansprechpartner ist der Kinderarzt oder, wenn er nicht zu erreichen ist, dessen Vertreter. Also wir können und wollen den kinderärztlichen, hausärztlichen Dienst können wir nicht ersetzen. Wir sind dann Ansprechpartner, wenn der Kollege nicht zurechtkommt, wenn er irgendwie ein schwerkrankes Kind in der Praxis sieht und er dann denkt, es braucht Krankenhausbehandlung, dann weist er es zu uns ein, dann sind wir zuständig. Aber die Eltern können auch von sich aus mit den Kindern zu Ihnen kommen. Ja. Und was sind denn das für Gründe? Das sind ganz verschiedene Gründe. Es ist meistens ein besorgtes Elternteil, was die hauptsächlichen Vorstellungsgründe gibt. Erleben da auch ganz viele Bagatellsachen, wo unsere Großeltern niemals in die Klinik gegangen wären. Also der kleine Pickel am Popo, der am nächsten Tag wieder verschwunden ist, ist kein Grund, in die Notaufnahme zu gehen. Auch letztendlich Fieber ohne irgendwelche anderen Zeichen sind primär kein Grund, in die Notaufnahme zu gehen. Da ist der Kinderarzt oder der kinderärztliche Notdienst eigentlich vorgeschaltet und soll Weichen stellen, ob es tatsächlich eine Krankenhauseinweisung geben soll und eine Krankenhausbehandlung notwendig ist. An wen wenden sich denn die Eltern, wenn sie glauben, ein Notfall ist bei ihrem Kind vorhanden, zuerst? Also zuerst an den Kinderarzt oder Hausarzt und dann gibt es zu den geschlossenen Praxiszeiten ein kinderärztlicher Notdienst, der also Montag bis Sonntag quasi abends offen hat, 17 bis 22 Uhr, an den Wochenenden noch länger von 8 bis 22 Uhr. Nach 22 Uhr sind wir in der Kindernotaufnahme zuständig und versorgen die Kinder bis morgen früh um 8, bis die Praxen wieder aufmachen. Wenn die Eltern weit zu fahren haben, können sie sich über die 116, 117 erkundigen, wo ist eine kinderärztliche Versorgung am nächsten möglich. Das ist jetzt wichtig, die Nummer 116 und 117. Die Eltern kennen ihr Kind ja am allerbesten, wenn sie denken, es ist jetzt in einem schlechten Zustand, das Bewusstsein ist getrübt, das Kind hat vielleicht eine Blausucht, eine Zyanose, die Atmung ist schlecht, dann ist natürlich ganz klar, dass dann der Rettungsdienst kommen muss und die 112 gewählt werden muss, damit dem Kind schnell sofortige Hilfe. Damit haben Sie ganz wichtige Symptome genannt. Welche Symptome akut eigentlich nicht über einen Hausarzt oder Hauskinderarzt sozusagen eingewiesen werden müssen, wo man mit dem Kind sofort kommen muss. Das heißt Atemnot, Luftnot, Schmerzen, Bauchschmerzen. Heftige Bauchschmerzen, also sind auch ein Grund, ganz klar. Und natürlich jegliche Art von Verletzungen. Natürlich. Die stark bluten oder schmerzhaft sind, so wie Sie es gesagt hatten. Und ich möchte vielleicht auch noch darauf hinweisen, es gibt ja viele chronisch kranke Kinder, Herzkinder,
Kinder mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung, die irgendwie immunsuppressiv behandelt sind, stoffwechselerkrankte Kinder. Solche sind natürlich ja sehr viel großzügiger in der Klinik zu behandeln, weil viel mehr Komplikationen auftreten können. Vielen Dank, Herr Dr. Kuch. Vielen Dank für die Einladung. Das war spannend. Wichtig ist jetzt, diese Telefonnummern alle zusammen zu behalten. Also 112 ist sozusagen unsere allgemeine Notfallnummer. Jawohl. Und die 116 117, das ist der ärztliche Bereitschaftsdienst. Das heißt, auch in dem Falle kann man fragen, wie ich das Ganze jetzt organisiere, was kann ich jetzt machen, wen muss ich jetzt kontaktieren. Ja. Vielen Dank. Machen Sie es gut.